Oh Gott, lass dir den Schlaf. Ja, grüß Gott, wie heißt du denn? Bist du wohl immer brav? Und du? Bist du auch immer brav? Ja. Immer? Okay, dann pass. So, Krampus, er geht schon da hoch. Bleib hinten stehen. Schau, hast du zu mir? Ja. Mal schauen, was ich da hab so geschrieben in meinem Buch, was ich hab so getrieben. Okay, wir schlafen mal so. So, grüß Gott, ihr lieben Leute. Wie jedes Jahr in dieser Zeit, da machen sich auch die Wünsche breit. Man steht dann vor dem Nikolaus und hofft, er leert sein Säckchen aus. Man träumt von großen weißen Flocken, die draußen an das Fenster klopfen. Und irgendwann, in diesen Tagen, komme ich zu euch und habe viele Fragen. Was? Krampus, ihr seid ruhig. Was ist das? Aber eines weiß ich ganz genau, wenn ich so durch die Menge schaue. Dass nicht nur sind Brave da dabei, es sind auch Schlimme. 1, 2, 3. Okay, mit du nicht. Zu dem soll jetzt der Krampus schauen und ihm ein bisschen durchzuhauen. Krampus, komm doch her mal zu mir. Komm nur. Er ist nicht immer brav. Ja, da geht wieder zurück. Ja, geht ja. Dilian, wer ist doch der Dilian? Deila. Wer ist denn das? Du? Bist denn du? Wie schaut es denn aus mit dem Zurückreden, wenn die Mama und der Papa was sagt? Darf man das tun? Immer zurückreden? Nein. Das darf man nicht tun. Und wie schaut es aus, wenn Mama mit dir geht hinaus und du laufst immer über die Straße? Das darf man auch nicht tun. Und eines weiß ich auch ganz genau. Klo gehen tust du auch nicht und die Windeln tust du auch nicht weg. Du bist ja doch schon ein großer Junge. Weg mit den Winkeln! Versprichst du mir das? Okay. Brav ist er auch. Zusammenräumen hilft er, oder? Und wie schaut es mit dem Tutsi aus? Brauchen wir nicht. Nein, dann brauchen wir nicht. Weg! Und geht brav ins Bett. Das hört man gern. Ja. Geh immer einmal aufs Klo. Habe ich vielleicht noch einen Zettel? Ach, da habe ich ja noch einen Zettel. Lilia? Ja. Boah, da steht ja so viele Sachen drauf. Ja. Wie schaut es denn aus mit dem Zurückreden? Wenn Papa und Mama zu dir sagt, ja, du sollst schlafen gehen oder sonst was. Ich muss schlafen. Da gibt es kein Zurückrufen, reden, okay? Okay. Und wie schaut es denn aus mit dem Schlafen gehen? Und dann kommt er wieder zurück.
raus vom Bett und kommt wieder raus und schaut, was machen die Eltern gerade. Krampus, versprich du, komm doch her. Versprich Krampus, dass du das nicht mehr machst. Okay, du kannst wieder gehen. Und wie schaut es denn aus im Kindergarten? Du gehst nicht immer rein und willst weglaufen. Okay, ich werde mir das merken. Weil schau mal, wer hier ist. Diese zwei sind ganz böse. Aber er ist sehr hilfsbereit. Ist im Kindergarten auch immer schön brav, wenn die Tante etwas sagt? Krampus, ihr seht ja, er hat auch gute Sachen. Okay, schau ich mal, was ich so mitgebracht habe für euch. Ja, wen gehört denn das? Das ist da. Hier, komm her. Ah, alles von Krampus. Krampus, komm her. Gib ihm doch das kleine Säckchen. Geh rüber und hol es dir. Und versprich Krampus, dass du brav bist. Ja. Ich komm mit. Krampus, komm ich dich holen. So, das nächste. So. Gehst du auch zum Krampus? Oder kommst du zu mir? Okay, schau mal, was ich habe für dich. Und du musst immer schön brav sein, okay? Versprichst du mir das? Okay. Jetzt haben wir noch was. Da ist noch was. Komm her zu mir. Weil du hast brave Seiten auch, habe ich gelesen. Du weißt du nicht vergessen. Nicht zurückreden. Schlafen gehen. Und nicht über die Straße laufen, das bist du. Und Kindergarten reingehen und nicht weglaufen. Okay. Ich schaue es mir morgen an oder am Montag. Okay. Ich sehe dich. So, nicht über die Straße laufen. Windeln weg. Alleine aufs WC gehen. Und was noch? Mama und Papa folgen. Bitte. So, ihr lieben Kinder, ich muss jetzt wieder weiterziehen ins nächste Haus. Denn dort warten sie auch noch auf den heiligen Nikolaus. Tschüss, Papa, sagen die Engel. Die Krampusse kommt noch einmal her. Und jetzt gehen wir. Tschüss, Papa. Bis zum nächsten Mal. Lieber Nikolaus. Papa. Und weißt du? Du weißt, was machen musst und du auch. Tschüss. Hast du gesehen?